So, schönen guten Abend nochmal von meiner Seite zum heutigen Chartgewinner von Ayondo und Feingold Research. Vorher sehen Sie sich nochmal den Risikohinweis. Risiko ist ein gutes Stichwort, gibt es im Augenblick auch an den Märkten. Risiko wird gemieden, Sicherheit ist gesucht. So kann man das schon mal ganz einfach zusammenfassen, was wir doch seit so jetzt 5, 6 Tagen vor allen Dingen am Aktienmarkt sehen. Das, was wir hier eigentlich als Thema heute vorbereitet hatten, vor 4 Wochen, als wir so das Webinar, die Themen mal so grob festgelegt hatten, die FED-Zinsentscheidung, findet morgen Abend statt, war eigentlich so der mehr oder weniger Höhepunkt gewesen im Juni, vor allen Dingen, weil wir vor 4, 5 Wochen noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hatten, dass es zu einer Zinserhöhung kommen könnte, entweder Mitte Juni oder dann sogar Ende Juli. Da lag die Wahrscheinlichkeit mal kurzzeitig sogar bei über 60%. Also die Geschichte mit der Zinserhöhung, die können wir jetzt inzwischen mal wieder in die Mottenkiste vergraben. Daraus wird erstmal nichts, zumindest jetzt im Juni nichts, im Juli eigentlich auch nichts. Wenn überhaupt, wenn man sich jetzt mal die Terminmarktdaten anschaut, im Dezember ist im Augenblick die Wahrscheinlichkeit wieder knapp über 50%. Aber ich meine, was im Dezember ist, da kann die Welt inzwischen ganz anders aussehen. Das hat sich in den letzten 4 Wochen schon kräftig verändert, allein mit dem schwachen Arbeitsmarktbericht, der hier für Mai rausgekommen ist in den USA. Dass irgendwelche Prognosen jetzt darüber abzugeben, ob es vielleicht noch eine Zinserhöhung gibt in diesem Jahr und wenn, dann vielleicht im Dezember. Also da kann man auch wirklich ja, Ping-Pong spielen und schauen, ob das jetzt ein Treffer ist oder nicht. Also von daher kann man das schon mal getrost eigentlich vergessen. Nichtsdestotrotz natürlich, die Märkte bieten eine ganze Menge an Zündstoff im Augenblick. Und ich will jetzt mal nicht den Fehler machen, in Anführungszeichen, wie beim letzten Mal, wo ich Sie offenbar mit meinen Kommentaren zur weiteren Marktentwicklung doch etwas stärker beeinflusst habe. Da waren ja doch eine große Mehrheit davon ausgegangen, dass der Markt höher schließen wird in dieser Woche als die Woche zuvor. 70%, ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Starten wir jetzt gleich mal die Kurzumfrage und zwar, ja, wo steht der DAX am kommenden Dienstag? Bis dahin finden so ein paar Termine statt. 4 der 5 größten Notenbanken werden über ihre Geldpolitik entscheiden, unter anderem eben, ich habe es ja gesagt, die Fed, aber noch die Bank of Japan, die Bank of England, die Schweizer Nationalbank, die sind alle mit dabei. Ich erwarte eigentlich von dieser Seite her kaum etwas. Die Brexit-Angst dominiert im Augenblick eigentlich alles. Hat dazu geführt, dass wir also schon einen kleinen Ausverkauf jetzt auch gesehen haben. Durch die Bank weg, fast bei allen Branchenwerten. Und die breit angelegte Flucht wiederum in Sicherheit. Stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt alles gerechtfertigt? Diese ganze Brexit-Angst. Wenn man sich das mal anschaut, stimmt das überhaupt, dass es dann zu einem großen Kollaps kommt des Weltfinanzsystems bzw. in Europa? Da gehen die Meinungen natürlich ein bisschen auseinander. Aber bevor ich darauf jetzt noch weiter eingehe, würde ich mal sagen, eine Minute ist die Umfrage schon offen. Ich schließe die Umfrage jetzt und ja, das sieht jetzt mal gar nicht so schlecht aus, sag ich mal. 43% von Ihnen sagen, dass der DAX am kommenden Dienstag höher stehen wird. 57% gehen davon aus, der DAX wird weiter verlieren. Also das ist wieder so ein Bereich, wo ich mal sage, keine richtig klare Tendenz. In der letzten Woche haben wir hier einen ganz klaren Kontraindikator gehabt. Der DAX hat ja hier doch rund 700 Punkte im Wochenverlauf verloren. Da hatten sich 70% für steigende Kurse ausgesprochen. Jetzt hat sich das wieder ziemlich beruhigt eingependelt. Das heißt, sie gehen auch so ein bisschen davon aus, naja, wir haben jetzt schon einen heftigen Rückschlag gesehen, aber da ist jetzt auch schon eigentlich ganz schön was eingepreist. Da sollte es jetzt eher zu einer Stabilisierung mit anschließender Erholung dann unter Umständen auch kommen. Das sagen zumindest mal gute 40%. Dem kann man sich durchaus mal anschließen, aber natürlich ist es auch immer die Frage auf der einen Seite, wird wirklich das gehandelt, was, naja, in der Wirtschaft auch ankommt, das heißt also die tatsächlichen Auswirkungen zum Beispiel eines Brexit, oder kommt hier einfach noch eine Übertreibung rein, dass man nur einen Grund sucht, endlich mal auch deutlichere Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise die Märkte auch aktiv zu drücken. Das ist ja vielleicht auch gerade im Interesse von institutionellen Investoren, Stichwort großer Verfall an den Terminmärkten jetzt am kommenden Freitag. Auch da werden wir uns gleich mit beschäftigen, wo liegen da mögliche Zielbereiche. Das, was Sie hier sehen, diese
Serie von Verlusttagen in Folge, 5 sind es jetzt am Stück. Das geht auf die Brexit-Befürchtungen zurück. Die Umfragen haben es mitbekommen, jetzt zuletzt zeigen, dass also das Brexit-Befürworter-Lager, so möchte ich es mal nennen, doch ordentlichen Zustrom erhält und damit einfach auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass es eben wirklich die Briten dann an der Wahlurne eben für einen Austritt aus der Europäischen Union stimmen. Nun, was bedeutet das jetzt? 7,5% der Exporte aus Deutschland gehen nach Großbritannien. Das ist relativ viel. Das ist der drittgrößte Handelspartner damit. Zum Vergleich, China sind es ungefähr 6%. Ist natürlich gerade die Automobilindustrie ist davon sehr stark betroffen. Das zweite Problem ist, es geht sich nicht nur um den Brexit selbst, sondern natürlich sind damit verknüpft ja auch noch weitere mögliche Dominoeffekte. Das heißt also, wir haben ja dann am 26. Juni noch die Wahlen, die Parlamentswahlen in Spanien. Hatte ich Ihnen ja hier in der Agenda für den Juni auch mit aufgeführt, das Brexit-Referendum und 3 Tage später die Parlamentswahlen in Spanien. Und da könnte es dann natürlich auch sein, dass diejenigen, die sich sowieso eben ja, lieber auf Abschottung konzentrieren und die könnten natürlich durch einen Brexit-Auftrieb erfahren und so, dass man dann vielleicht sogar so eine Art Domino-Effekt nachher sieht. Naja, auch Spanien vielleicht kein Interesse an weiteren Sparrunden unter der Doktrin der EZB und des IWF und die treten dann auch aus dem Euro aus. Andere Länder könnten denen dann folgen, Italien, Griechenland. Es könnte zu politischen und auch gesellschaftlichen Unruhen kommen und so weiter. Also das war also hier ein Effekt in einen Gang tritt, wo man einfach nicht weiß, wo der hinführt. Das ist also nicht nur das Brexit-Risiko an sich, sondern eben auch darüber hinaus. Wenn man aber jetzt mal diesen Brexit wirklich nüchtern sich betrachtet, 7,5% der Exporte von Deutschland gehen nach Großbritannien, das ist natürlich relativ viel. Aber selbst im Falle eines Brexit bedeutet das natürlich nicht, dass diese 7,5% von heute auf morgen auf null runterrauschen. Ja, sondern das ist ja ein kontinuierlicher Prozess letztlich. Es gibt sogar Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Verluste für die verbleibenden EU-Länder würden sich bei einem Brexit nur auf 0,1 bis 0,3% des BIP belaufen. Das heißt also, es ist relativ vernachlässigbar. Da ist natürlich die Entwicklung der Weltwirtschaft viel entscheidender. Und wenn man das Ganze jetzt noch so ein bisschen tiefer buddelt und in den Verträgen nachschaut, da gibt es den Artikel 50 des Vertrags von Lissabon. Und dieser Vertrag regelt, dass im Fall eines Austritts aus einer europäischen Union ein Land erstmal eine 2-jährige Phase von Austrittsverhandlungen geführt werden. Das heißt, in dieser 2-jährigen Phase wird dann erst einmal geprüft, wie man überhaupt jetzt diesen Austritt eben bewerkstelligen kann, dass er eben auch für die Wirtschaft sowohl des Landes, das austritt, als auch natürlich für die Europäische Union möglichst ohne großen Schaden abläuft und das ist natürlich dann jetzt auch im Interesse der Politik. Also sollte es zum Brexit kommen, wird natürlich hinter verschlossener Türen eifrig dann daran gehandelt, dahinter verhandelt, dass die Folgen natürlich für die britische Wirtschaft sehr gering ausfallen werden. Und da wird man schon irgendwelche Lösungen finden, um eben der Konjunktur entsprechende Stütze bereitzustellen. Und Sie haben es ja auch mitbekommen, als allein hier auch in der Schweiz ist einige Ergebnisse gab, wo man eben ja, sich eher zurückgezogen hat. Auch da gab es jetzt bisher noch keine großen Verwerfungen an den Märkten und so weiter. Die Verhandlungen laufen weiterhin, die würden dann auch mit Großbritannien geführt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie zu viel dann noch Risiko eingehen würde. Von daher ist es sicherlich so, dass Bre der Brexit, und davon, das kann man jetzt schon mal so ein bisschen zusammenfassen, das ist ja das dominierende Thema. Sollten dann die Ergebnisse in der Nacht vom 23. auf den 24. allmählich vorliegen. Das heißt, Stichwort hier auch schon mal sowieso Kurslückenrisiko am Morgen des 24. Juni. Dann kommt es natürlich zu einem Kurssturz an den Börsen. Keiner kann vorhersagen, wie kräftig der ausfallen wird. Es wird dann zu einem Ausverkauf kommen. Technische Handelsmarken spielen dann auch erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist aber dann vor allen Dingen eben auch, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und da gehe ich davon aus, diese Austrittsverhandlungen, die dann geführt werden, die werden so ausfallen, dass man da möglichst geringe Auswirkungen sehen wird auf die Wirtschaft selbst, sodass also auch die Exporte Deutschlands in Richtung Großbritannien einen Dämpfer bekommen. Aber die werden natürlich nicht zusammenbrechen auf 0% oder 1%. Also,
nicht in Panik verfallen bei dem Thema. Im Augenblick wird einfach Panik gespielt. Es ist auch im Interesse von einigen Jungs, die einfach die Märkte mal drücken wollen. Aber man muss ja schon ein bisschen auch sorgfältig vorgehen. Ganz klar gibt es natürlich auch einige Anlageklassen, die davon profitieren von der Entwicklung. Sie haben es heute sicherlich mitbekommen, Sie sind Zeuge geworden einer ganz traurigen Entwicklung, und zwar an den Anleihemärkten. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ist die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen unter 0% gefallen. Das heißt, wenn Sie also dem deutschen Staat jetzt Geld leihen wollen, dann müssen Sie sogar noch was mitbringen. Das freut natürlich Finanzminister Schäuble. Alle Sparer sind mal wieder natürlich hier am kürzeren Ende. Das ist natürlich auch eine gigantische Wertvernichtung, die hier stattfindet. Man hat mal nachgeschaut, es ist so, dass die Renditen global gesehen jetzt den niedrigsten Wert aufweisen seit 500 Jahren. Das ist also eine ganze Menge. Und das führt eben auch dazu, wenn man mal berücksichtigt, dass mehrere Billionen Dollar in Anleihen inzwischen angelegt sind. Und das sind ungefähr 8 Billionen Dollar schätzungsweise. Und die Renditen insgesamt eigentlich in den Nullbereich gefallen sind oder sogar schon im negativen Bereich liegen. Dass hier natürlich keine Zinsen mehr gezahlt werden. Das führt natürlich dann auch dazu, dass weniger Investitionen stattfinden, dass der Konsum insgesamt natürlich leidet. Das ist letztlich das Hauptproblem. Ja, der Brexit, das kann man sicherlich politisch alles abfedern, aber diese Nullzinspolitik der wichtigsten Notenbanken, gerade natürlich jetzt im Augenblick der EZB, führt einfach zu einer gigantischen Geldvernichtung auch, und so, dass eben auch Vermögen gar nicht mehr aufgebaut werden kann. Das ist nicht nur ein Problem der Versicherungswirtschaft, sondern natürlich auch der gesamten Sparer. Wenn man jetzt mal das Ganze sich anschaut in Relation zu den Aktien, ist natürlich der Anleihemarkt extrem überteuert. Ja, da besteht überhaupt gar keine Diskussion. Wir haben hier eine große Blase inzwischen, die in den vergangenen Jahren immer weiter aufgeblasen wurde auch. Und wenn man die vergangenen 50 Jahre einfach mal Revue passieren lässt, dann hatten wir auch schon mal so ähnliche Entwicklungen gehabt. Dass wir hier also eine ganz klare Überbewertung zum Aktienmarkt hatten. 2009 kam es eben dann auch zu einem entsprechenden Crash, und das kann sich dann durchaus wiederholen. Wir hatten ja auch schon mal in 2015, 2014 leichte Verwerfungen an den Anleihemärkten, und die folgen dann natürlich auch sehr stark mit entsprechenden Schockwellen dann auch am Aktienmarkt. Das sind die wirklich großen Probleme. Wenn Sie sich das anschauen, es gibt natürlich auch ein paar Gewinner. Die Aktienmärkte, daraus wird Kapital abgezogen, es werden Risiken ganz klar reduziert. Das Geld fließt zunächst einmal in sichere Häfen, vermeintlich sichere Häfen, das ist der japanische Yen. Der wertet weiter auf gegenüber dem Dollar und gegenüber vielen anderen Währungen. Aber es ist natürlich auch der Schweizer Franken, den habe ich Ihnen hier aufgerufen, Euro gegenüber Schweizer Franken. Sie sehen es von 1,11 auf 1,079, und wir sind jetzt hier beim Währungspaar Euro-Schweizer Franken inzwischen auch wieder an einer doch ganz wichtigen Unterstützung angekommen, so eine Art Krisen. Unterstützung, Sie sehen es, die zieht sich nämlich hierher, ist langsam auf das tiefste Niveau seit Spätsommer 2015 gefallen, das Währungspaar, und sollte es hier zum Brexit kommen, dann wird natürlich eine weitere Aufwertung des Frankens folgen, ähnlich das gleiche eben auch beim japanischen Yen. Ein weiterer Gewinner ist Gold, profitiert eben auch in seiner Funktion als sicherer Hafen davon, dass Edelmetalle gefragt sind, Silber, noch stärker eben Gold. Wir sind jetzt hier bei 1283 wieder angekommen, also wieder in Reichweite des Jahreshochs. Über 1300 wäre dann der Weg erst einmal frei bis zum nächsten Ziel, 1340 Dollar je Feinunze. Das dürfte dann eben auch erreicht werden, sofern es dann zum Brexit kommt und sofern, das ist ja auch immer ganz wichtig, der Dollar nicht zu stark aufwerten sollte. Das ist also im Augenblick mal so die grobe Gemengenlage, das habe ich Ihnen auch nochmal aufgeschrieben hier in dieser Übersicht. Die Ausgangslage ganz klar, also Risk of Gold, Silber ist gefragt, Yen und Schweizer Franken bei den Währungen sind gefragt, der Euro zum Dollar im Augenblick noch relativ stabil. 10-jährige Bundesanleihen sind heute unter Null gefallen. Dann haben wir hier noch einen sogenannten Spread zu den US-Aktien. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Es gilt es auch zu berücksichtigen, europäische und asiatische Aktienmärkte deutlicher unter Druck. Wir haben in den USA eine relative Schwäche, vor allen Dingen bei vielen Sektoren inzwischen festzustellen. Also es ist ja so, dass der amerikanische Leitindex sich noch relativ stabil präsentiert.
Wir sind ja nur knapp unter der Rekordmarke, Runde 3%. Sie sehen es hier, sind davon abgeprallt. Es ist nicht das passiert, dieses optimistische Szenario, was wir jetzt in der vergangenen Woche noch besprochen hatten. Da hatte ich Ihnen ja gesagt, US-Aktienmarkt sollte mindestens über 2040 Punkte steigen, damit hier ein klareres Kaufsignal vorliegt. Genau das ist nicht passiert, sondern wir sind hier eben an dieser Barriere abgestoßen. Und man sieht eben jetzt auch, dass aus mehreren Sektoren auch Kapital abgezogen wird. Also ein Beispiel, die Airlines, die Broker, die Einzelhandels- und Transportwerte, die haben alle, also diese Indizes haben alle ihr Aprilhoch, dieses hier, nicht überwinden können. Und damit lässt eben auch die Marktbreite jetzt deutlich nach. Das gilt auch dafür, dass die Technologie- und Nebenwerteaktien, also risikoreichere Sektoren, ebenfalls nicht gekauft wurden. Weiteres Warnsignal. Und eben auch, dass defensive Branchen wie zum Beispiel die Versorger, die ja noch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen, gesucht sind. Das heißt also, Utility Index zum Beispiel, den habe ich Ihnen hier mitgebracht, Dow Jones Utility Index, auf Rekord ausgebrochen, hier über die Hochs aus 2015 jetzt gesprungen. Also die Aktien, die noch mit einer attraktiven Dividendenrendite im Augenblick noch aufweisen können, die sind noch gesucht und die haben auch noch intakte langfristige Aufwärtstrends. Also es gibt durchaus auch noch Gewinner der aktuellen Lage an den Märkten, also auch am Aktienmarkt kann man durchaus noch finden, aber die werden immer geringer und es ist erfahrungsgemäß eben so, dass gerade solche Versorger, solche defensiven Sektoren und dividendenstarken Aktien dann gekauft werden, wenn wir eher die Spätphase einer Rallye, also einer bullischen Bewegung an den Aktienmärkten erreicht haben. Dann kippt meistens nochmal die Stimmung, die defensiven Bereiche werden gekauft und dann kommt es dann nochmal zu größeren Verlusten. Was jetzt den amerikanischen Aktienmarkt betrifft, muss man auch berücksichtigen, zum Ende der Woche beginnt die sogenannte Blackout Period. Die habe ich Ihnen, glaube ich, auch hier noch mit aufgeschrieben. Genau, die Blackout Period beginnt Ende der Woche. Was ist das? Es geht sich darum, dass US-Unternehmen unterliegen ja einer Art Sperrzeit, nach der sie 4 bis 5 Wochen vor Veröffentlichung ihrer Bilanz keine eigenen Aktien mehr kaufen dürfen. Diese Aktienrückkäufe, die waren ja gerade in den vergangenen Monaten eine wesentliche Stütze gewesen am amerikanischen Aktienmarkt. Und das fällt natürlich jetzt auch langsam weg, beziehungsweise eben zum Ende der Woche dürfen gar keine Käufe mehr durchgeführt werden, vor dem Hintergrund, dass in den ersten 3 Monaten die Unternehmen im S&P 500 für knapp 170 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe getätigt haben, ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Das gibt es auch nochmal schön zusammengefasst mit weiteren Belastungsfaktoren im Augenblick, denn man fragt sich natürlich, naja, die US-Unternehmen, die haben noch gekauft, das zeigt diese Grafik hier sehr schön, insgesamt für 3 Billionen Dollar zum Beispiel seit 2009. Die waren ein wichtiger Käufer gewesen, aber was jetzt zum Beispiel wegfällt, das sind hier die Spekulationen auf Kredit. Sie sehen das hier mit dieser roten Linie, die stagnieren hier oben noch, aber insgesamt schon eher fallende Tendenz. Wir haben hier Rückflüsse aus den amerikanischen Aktienmarktfonds, die inzwischen auch schon seit mehreren Monaten anhalten. Also man zieht sich hier eben, institutionelle Investoren ziehen sich mit ihren Fonds aus dem amerikanischen Aktienmarkt zurück. Das zeigt auch sehr schön hier unten diese Grafik, wo dann doch einiges inzwischen zusammenkommt. Ein sehr schöner Artikel, der einfach mal auch vieles aus Sicht der institutionellen Investoren zusammenfasst. Stelle Ihnen den Artikel natürlich hier in die Chatbox rein. Können Sie sich mal zu Gemüte führen, eine ganz interessante Seite. So, das sind natürlich so ein paar Punkte, wo man mal im Augenblick drauf achten sollte. Das ist natürlich auch nur ein Mosaikstein. Morgen, wie gesagt, die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Der Zins wird bei 0,25 bis 0,5 Prozentpunkten bleiben. Es wird darüber hinaus dann noch neue Projektionen zum Wachstum, zur Inflationsrate und zur Arbeitsmarktentwicklung sehen. Und genau das ist natürlich auch wieder so ein entscheidender Punkt letztlich. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist ja ein wichtiger Faktor eben für die Zinspolitik der FED. Und wenn man sich das mal hier anschaut, ich habe Ihnen so ein paar Grafiken mitgebracht, die mal die Wahrheit letztlich zeigen, wie es denn eigentlich um den amerikanischen Aktienmarkt bestellt ist im Augenblick. Dann gucken wir erstmal hier auf die monatlichen Arbeitsmarktentwicklungen. Da haben wir ja zuletzt die Aussage von Frau Yellen gehört, die war ganz interessant gewesen.
Naja, dieser Rückgang, den wir zuletzt gesehen haben im Mai mit 38.000 Stellen, die noch geschaffen wurden, das ist ja nur ein temporäres Effekt gewesen, nicht langfristig. Also oder mittelfristig gibt es diese Tendenz nicht. Das war ein Ausreißer nach unten, sagte Frau Yellen. Ich weiß nicht, welche Daten hier vorliegen. Fakt ist aber ganz eindeutig, dass wir bereits seit einigen Monaten eine Schwächephase haben am amerikanischen Arbeitsmarkt. Wenn Sie hier mal schauen, wir hatten im Dezember noch einen Zuwachs von 295.000 Stellen gehabt. Das ist kontinuierlich seitdem gefallen. Februar 233.000, März 186.000, April 123.000 und jetzt im Mai nur noch 38.000. Ja, also hier ist für mich eine ganz klare Tendenz nach unten gerichtet. Und wenn man hier mal den Chart sich ein bisschen anschaut, also das ist die jüngste Entwicklung hier, die zeigt doch ganz eindeutig hier in Richtung Nulllinie. Und das drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass wir vielleicht sogar in den Sommermonaten hier in den negativen Bereich reinfallen könnten. Und der wäre dann zumindest schon einmal die Wahrscheinlichkeit doch deutlich erhöhen, dass wir ja sogar eine rezessive Entwicklung in den USA bekommen. Also vielleicht will hier Frau Yellen auch einfach nur ein bisschen die Beruhigungspille verteilen. Aber der Chart hier zeigt doch eindeutig, dass es schon seit einigen Monaten am amerikanischen Aktienmarkt nach unten geht. Das zeigt hier zum Beispiel eben auch so der sogenannte Diffusionsindex. Damit misst man letztlich die Breite einer Beschäftigungsveränderung. Und auch hier lag die Kennzahl zuletzt nur noch bei 51 Punkten, also knapp über dieser Expansionsschwelle. Der zeigt letztlich, dass es keine breit angelegte Beschäftigungsdynamik mehr gegeben hat, sondern in vielen Bereichen eben auch schon keinen richtigen Beschäftigungsaufbau mehr. Zeitarbeit verliert ebenfalls an Schwung, das zeigt hier diese schwarze Linie. Sie sehen auch hier diese Bogen, immer wenn diese Zeitarbeitsnachfrage bei den US-Unternehmen nachlässt, dann haben wir da auch schon mal oft einen Peak gesehen, großen Wendepunkt am amerikanischen Aktienmarkt, also hier zwar 2000, 2006 bis 2008, auch da die Arbeitsmarktentwicklung eher negativ. Das sind jetzt wirklich, wie gesagt, alles mal so ein bisschen auch der Blick durch die Bärenbrille. Es gibt durchaus auch noch einen Punkt, wo man sagen muss, also der amerikanische Aktienmarkt geht es im Augenblick noch nicht so schlecht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die ja jede Woche veröffentlicht werden, zeigen zumindest mal jetzt noch keinen deutlichen Anstieg. Die sind noch stabil hier im Bereich 260.000, 280.000. Da ist noch nichts passiert. Aber so insgesamt gesehen mehren sich doch die Zweifel an der gesunden Struktur des amerikanischen Aktienmarktes. Das hatte ich Ihnen ja auch schon öfters mal mitgeteilt. So, kommt es jetzt zur Rezession in den USA, wenn wir jetzt hier mit der Zinsentwicklung einfach mal weitermachen. Sie sehen, dass jetzt im Augenblick die Zinsstrukturkurve in den USA insgesamt weiterhin noch ansteigt, noch keine rezessive Charakter. Das liegt ja dann vor, Sie kennen es vielleicht, wenn dann eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve vorliegt. Das heißt also, die Zinsen am kurzen Ende liegen über dem Niveau der Zinsen am langen Ende. Da kann im Augenblick noch keine Rede von sein. Aber wenn Sie sich für diesen Bereich interessieren, beachten Sie die zweijährigen US-Zinsen, im Augenblick so bei 0,89 zu den zehnjährigen 1,85, wenn die sich aufeinander weiter zubewegen, dann ist doch verstärkte Tendenz hin zu einer rezessiven Bewegung. Natürlich sind die zehnjährigen Zinsen in den USA auch ein wichtiger Taktgeber dann für die Währungsmärkte, hier einfach nochmal schnell gezeigt. Die Korrelation liegt natürlich klar auf der Hand. Dollar-Yen hatte ich Ihnen ja so als Risikofaktor genannt. Carry Trade ist ja hier das Stichwort. Carry Trades werden abgewickelt, wenn einfach die Unsicherheit über die weitere Entwicklung dominiert. Der Yen zeigt dann Stärke, das heißt also hier diese rote Linie geht dann nach unten. Der Yen wertet auf und das geht auch immer einher natürlich mit einer steigenden Entwicklung bei den Renditen. Also wenn wir hier eine Aufwertung des Yen haben, die rote Linie fällt, kommt es entsprechend auch zu Zuflüssen am amerikanischen Anleihemarkt. Die Renditen steigen dann, die Kurse sinken entsprechend. So, warum komme ich jetzt hier überhaupt auf die Zinsen, auf die Zinsentwicklung zu sprechen, auf die Anleihemärkte? Das ist ja eher ein exotischerer Bereich. Das hängt natürlich auch eng damit zusammen, wie sich denn eigentlich die Ölpreise weiterentwickeln. Und Sie wissen es ja, die amerikanische Notenbank orientiert sich sehr stark an der Arbeitsmarktentwicklung, die hatte ich Ihnen gerade aufgezeigt. Die ist inzwischen schon alles andere als gesund. Seit vielen Monaten ist das schon der Fall. Punkt 2 ist, dass wir ja auch auf die Inflationskomponente achten. Also wie entwickelt sich eigentlich die Inflationsrate? Da haben wir auch eine
ganz interessante Entwicklung. Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, die US-Inflationsrate, die im Mai jetzt am kommenden Donnerstag entwickelt, veröffentlicht wird für den Monat Mai, Prognose liegt bei 0,3% Anstieg. In Europa haben wir noch ein Minus im Augenblick, minus 0,1%. Sowohl die EZB als auch die Fed haben ja ein 2%-Ziel vorgegeben. Und ein wichtiger Taktgeber natürlich für die Inflationsrate ist der Ölpreis. So, und beim Ölpreis bezieht man sich ja dann gerade bei der Berechnung der Inflationsrate eben auch immer auf das Niveau im vergangenen Jahr. Man muss also immer schauen, wie notierte der Ölpreis 12 Monate vorher. Das ist der entscheidende Punkt. Und im Augenblick haben wir hier die Situation noch, ich zeichne das hier mal ein, wir haben jetzt hier den Juni 2015, da hatten wir noch einen Ölpreis von ungefähr 72 Dollar. Das heißt also, der Ölpreis insgesamt war noch eher negativ gewesen, handelt im Augenblick 30% unter dem Niveau vom Juni 2015. So, in den kommenden Monaten wird dieser Basispreiseffekt aber deutlich nachlassen. Sie sehen das schon bis in den August hinein, werden wir schon sogar einen Ausgleich haben. Das heißt also, diese negative Komponente, wo wir hier den Ölpreis haben, der rund 30% unter dem Niveau von vor 12 Monaten liegt und damit eben auch die Inflationsrate noch deutlich belastet hat. Dieser Effekt, der lässt deutlich nach im Juli und im August, dann fällt der schon komplett weg. Und das Ganze verschärft sich dann auch nochmal zum November hin. November und Januar, Sie sehen ja hier den Ölpreisabsturz. Das könnte dazu führen, wenn wir den Ölpreis hier weiterhin in einem Bereich von 45 bis 60 Dollar haben sollten, dann führt allein der Basispreiseffekt dazu, dass wir einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate sehen werden. Ja, wenn wir dann einen Ölpreis haben, zum Beispiel im Bereich um 50 Dollar zum Jahreswechsel und der jetzt hier zum Jahreswechsel 2015-16 noch im Bereich um 40, 44 Dollar war, dann haben wir hier auf einmal von der Ölpreisseite her sogar einen Anstieg von 20% und der würde sich natürlich dann auch entsprechend kräftig auf die Inflationsentwicklung durchschlagen, sodass also das Inflationsziel von EZB und FED von 2% sogar früher als erwartet erreicht werden könnte, sofern eben der Ölpreis auf diesem erhöhten Niveau bleibt. Und das wäre dann natürlich ein zusätzliches Problem für die Notenbanken, weil sie haben dann weiterhin eine schwache Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitig ansteigender Inflationsrate. Und das ist dann natürlich eine sehr ungemütliche Entwicklung, eine Stagflationsentwicklung wäre das dann. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was es überhaupt geben könnte. Denn dann sind vor allen Dingen eben auch angesichts dessen, dass die amerikanischen Notenbanken inzwischen ihr Pulver ja auch verschossen hat und die EZB, kaum noch weitere größere Maßnahmen möglich. Also eine wirklich ziemlich kritische Lage, die man mal im Hinterkopf behalten sollte. Also vor allen Dingen eben die Ölpreiskomponente ist sehr interessant. Sollte der Ölpreis auf dem erhöhten Niveau bleiben, dann führt der Basispreiseffekt dazu, dass sich eben die Inflationsrate in den kommenden Monaten deutlich anspringen könnte. Das wird dann auch ungemütlich. Und eine steigende Inflationsrate führt natürlich dann auch dazu, dass wir vor allen Dingen auch steigende Zinsen sehen könnten, sofern eben dann auch die Zinsen angehoben werden. Es gibt hier noch einen weiteren Punkt, der ganz interessant ist und damit schlage ich jetzt den Bogen dann zum Aktienmarkt rüber. Schauen Sie sich mal hier an den S&P 500, der ist in Rot dargestellt und die 10-jährige Anleihe, die Rendite der 10-jährigen Bonds in den USA. Und das ist natürlich immer ein Gleichlauf gewesen. Ja, die Renditen sind gefallen, wenn es am Aktienmarkt gerumpelt hat und die Renditen sind gestiegen, wenn die Stimmung am Aktienmarkt besser wurde. Ist ja klar, es steht ja in einem Konkurrenzverhältnis beide Assetklassen zueinander. Das haben wir auch noch gesehen, dieses Verhältnis hier, bis ungefähr ja, in Mitte Februar. Aber seitdem sind die Zinsen auf einem deutlich niedrigen Niveau geblieben und drohen jetzt sogar unter das Jahrestief bisher zu fallen, während der Aktienmarkt hier eine fulminante Erholungsbewegung hingelegt hat. Das heißt, wir haben jetzt hier ein hohes Gap, was sich aufgebaut hat, eine hohe Lücke. Und es müsste eigentlich so sein, dass sich der größere Anleihemarkt durchsetzen wird. Das heißt also, wenn weiterhin die Flucht stattfindet in den Hafen Anleihen, dann wird irgendwann auch Kapital abgezogen aus dem Aktienmarkt und das könnte dann dazu führen, dass also auch der amerikanische Aktienmarkt jetzt deutlicher korrigieren sollte.
Also sehen es, wie alles zusammenhängt, nicht nur die Währungsmärkte, die ich ja oft auch hier im Webinar immer wieder mit einfließen lasse und die Folgen eben dann des Dollars für die Wettbewerbschancen der jeweiligen Unternehmen auf den Weltmärkten, sondern natürlich auch die Anleihemärkte, die entscheidend sind, die eben auch viele Signale geben. Gerade wenn die Renditen sinken, dann sollten eben auch die Aktienmärkte entsprechend reagieren, aber das sieht man hier eben nicht. Genau, jetzt gucke ich mal eben hier das rein, was in der Fragenbox bisher reingekommen ist. Inflation von dem, Inflation nach der Geldtheorie. Ja, genau. Steigende Inflation, genau, würde dann auch Zinssteigerung bedeuten. Haben Sie richtig so geschlussfolgert, richtig? Und sie stellt auf die Kerninflationsraten ab. Ja, Kerninflationsrate ist soweit richtig. Die wird von der Fed auch berücksichtigt, aber sie achtet unter anderem auch auf andere Inflationskomponenten. Das würde dann natürlich auch dazu führen, dass wenn die Ölpreise weiter ansteigen, dass natürlich auch für andere Güter mehr ausgegeben wird und damit haben sie dann natürlich so eine Art Zweite- und Drittrundeneffekte, sodass eben dann auch die Kerninflationsrate allmählich anziehen würde. Und darauf muss man im Augenblick wirklich sehr genau achten. Das wäre natürlich wirklich Gift, wenn wir Zinserhöhungen vornehmen müssten aufgrund einer zunehmenden Inflation, obwohl eben die Wirtschaft selbst das noch nicht einmal vertragen würde. Damit kommen wir jetzt auch zum Bogen so ein bisschen zu dem, wie sich das Webinar oder was wir da so als Thema mal formuliert hatten. Was passiert denn überhaupt, wenn es Zinsänderungen geben sollte? Ich weiß, Brexit ist das dominierende Thema, aber ich wollte zumindest mal kurz darauf eingehen, dass man sich das mal im Hinterkopf haben könnte. Das sind die Gewinner- und Verliererbranchen am Aktienmarkt bei möglichen Zinsänderungen. Also wenn es zu Zinserhöhungen kommen sollte, das habe ich jetzt einfach mal unterstellt. Ja, steigende Zinsen, also eigentlich sind es steigende, unterstellt steigende Zinsen, um es klar zu sagen. Das sehen wir im Augenblick nicht. Natürlich genau die entgegengesetzte Reaktion sehen Sie, sobald die Zinsen wieder weiter fallen sollten. Also in den USA könnten wir ja eine kleine Zinssenkung vornehmen oder sogar in den negativen Bereich runtergehen. Unterstellen wir jetzt aber mal steigende Zinsen. Wer würde davon profitieren? Natürlich Banken und Versicherungsunternehmen. Ja, das ist ja letztlich gerade für Banken sind die tiefen Zinsen, die zerstören ja das originäre Geschäft der Banken und das ist ja die Geldleihe. Wenn ich kein Geld mehr verleihen kann und dafür keine Zinsen mehr bekomme, dann habe ich ja letztlich als Bank ein großes Problem, dann verdiene ich ja kaum noch Geld. Und wie eng da zum Beispiel auch der Zusammenhang ist zwischen eben der Entwicklung von Anleihenmärkten und der Aktienkursentwicklung. Das zeigt hier dieser Chart sehr deutlich, den ich getwittert habe am 7. Juni weitergeleitet. Den sehen Sie hier in Gelb dargestellt die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen und in Weiß dargestellt, das ist die Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Bank. Und diese enge Korrelation, die man hier sieht, die ist doch sehr, sehr frappierend. Und wenn jetzt die Anleihen weiter fallen, wir sind ja jetzt schon bei 0% und 10-jährige deutsche Anleihen können ja durchaus auch bis in den Bereich von minus 0,4% fallen. Ist ja alles möglich. Dann wäre das natürlich extrem negativ für die Banken und deshalb zählten eben auch die Bankaktien, also eine Deutsche Bank, eine Commerzbank zuletzt zu den großen Verlierern. Und ich gehe davon aus, dass die Zinsen, dass die Renditen am Anleihenmarkt weiter fallen werden. Vor allen Dingen eben auch vor dem Hintergrund, die EZB kauft ja auch weiter Anleihen, ne? Und sie hat ja in den Statuten festgeschrieben, dass sie bei bis minus 0,4% noch Anleihen kaufen kann. Da wird natürlich jetzt die Laufzeiten, die zur Verfügung stehen, werden immer kleiner. Das heißt also, der Druck auf die längerfristigen Laufzeiten nimmt zu und damit wird irgendwann auch die Verzinsung, die Rendite der längeren Laufzeiten immer weiter in den negativen Bereich gedrückt oder eben vom positiven wechselt das dann in den negativen Bereich. Deshalb bleibe ich vor allen Dingen für die Bankaktien nach wie vor im mittelfristigen Bereich auf jeden Fall mal skeptisch. Versicherungen, Versicherer meine ich genau das Gleiche mit, also auch hier eine Allianz natürlich, eine Münchner Rück zählt hier auch in den vergangenen Tagen zu den größten Verlierern, nicht ohne Grund, denn die müssen ja irgendwie auch ihr Geschäftsmodell tragfähig halten, indem sie eben am Anleihemarkt noch Renditen erzielen oder sie müssen ausweichen auf andere Tätigkeitsfelder, also zum Beispiel die Allianz, die ja bei den regenerativen Energien zugekauft hat, Münchner Rück eben auch, um eben hier noch möglichst Renditen erzielen zu können, um dann eben auch
ja, letztlich die Verträge und die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Das ist natürlich auch schlecht, wenn hier die Zinsen weiter fallen sollten, wäre das negativ herum auch dann auch für die Versicherung. Steigende Zinsen würden natürlich Aktien mit einer hohen Dividendenrendite wiederum belasten, weil dann natürlich hier das Konkurrenzverhältnis auftritt. Das ist klar, Versorger, Versicherer haben ja nur hohe Dividendenrendite, Telekommunikationsunternehmen, die stehen ja im Konkurrenzverhältnis zueinander, weil ansonsten ja die Zinsen am Anleihenmarkt steigen. Damit würden dann natürlich dann die Aktien mit einer hohen Dividendenrendite weniger attraktiv. Hausbauaktien natürlich auch. Das bekommen Sie ja in Deutschland im Augenblick traurigerweise sehr deutlich mit, leiden natürlich dann auch darunter. Rohstoff- und Minenaktien aufgrund eben der steigenden Refinanzierungskosten, ebenfalls sollte es zu steigenden Zinsen kommen, deutlich steigenden Zinsen würden die auch darunter leiden. Und da zusätzlich eben auch noch, dass der Dollar, vor allen Dingen wenn die Fed eine Zinserhöhung vornehmen sollte, würde der Dollar ja steigen, darunter würden dann die Rohstoffe wiederum leiden und damit wiederum dann die Gewinnmargen unter Druck kommen. Das ist so im Augenblick mal die grobe Ausgangsbasis. Ich weiß noch mal ganz hier ganz klar betont, es wird vorerst keine steigenden Zinsen geben, aber ich wollte Ihnen das einfach schon mal so zur Hand mitgeben. Vielleicht haben wir ja zum Jahresende noch mal steigende Zinsen. Ich glaube da inzwischen bald auch nicht mehr dran. Das wäre zumindest mal so die grundsätzliche Tendenz, von der man ausgehen könnte bei den verschiedenen Branchen am Aktienmarkt. Wie würden die darauf reagieren? So, das zu dem Punkt. Dann noch die Frage, die gerade auch reinkam, wie hoch ist überhaupt im Augenblick die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung? Kam gerade die Frage rein. Ich habe Ihnen hier nochmal den Chart entsprechend mitgebracht. Also auch für diejenigen, die immer noch an eine Zinserhöhung glauben, vergessen Sie es. 2% ist im Augenblick die Quote für die Zinserhöhung jetzt morgen Abend. Also bei 0% liegt die. Da passiert erstmal nichts für Ende Juli bei 21%, also immer noch extrem gering. September 35%, 38% für November und Dezember, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, 55% derzeit noch, aber das kann sich alles ganz, ganz schnell ändern. Sollten die Signale aus der Weltwirtschaft eher in Richtung Rezession deuten, sollte sich der amerikanische Arbeitsmarkt weiter abschwächen und damit den jüngsten Tendenz sich fortsetzen, sollte der Brexit doch zu größeren Verwerfungen führen, sind Zinserhöhungen sowieso vom Tisch. Dann ist das gar keine Frage mehr. Die Buchmacher kommt gerade die Frage rein, sehen im Augenblick noch, ich glaube, eine Quote von 2,4, dass es nicht dass es zum Brexit kommt. Also die Buchmacher sagen schon noch, Brexit ist eigentlich kein Thema. Und das ist natürlich auch so eine Frage. Hier kommt es auch so ein bisschen Psychologie natürlich rein. Wenn Sie jetzt an der Wahlurne stehen, jetzt zuvor natürlich sagen viele noch, ich will raus aus der Europäischen Union, aber wenn Sie dann wirklich Ihr Kreuzchen machen, dann haben viele Menschen auch so die Tendenz dazu, lieber bei den Bewährten bleiben und nicht in irgendetwas reinschlittern, wo man nicht weiß, was genau die Konsequenzen sind. Das heißt also, für mich ist der Brexit noch nicht durch. Das kann sich auch noch alles ganz anders entwickeln. Genau, ja. Genau, richtig. Da kamen noch so ein paar Anmerkungen, wie im Augenblick die Wettquoten aussehen. Kann man auch noch nachschauen. Brexit Polling ist hier das Stichwort. So, damit würde ich mal sagen, kommen wir allmählich mal zum DAX und verlassen so ein bisschen die graue Theorie. Als nächstes steht ja hier an, morgen die FED-Entscheidung, die ist soweit durch, da passiert nicht viel und Frau Yellen wird auch nicht viel sagen, wird ein bisschen die Märkte beruhigen, aber das war es dann auch gewesen. Dann haben wir am Freitag den großen Verfall an den Terminmärkten. Das hier ist im Augenblick die Struktur des Open Interest, das heißt also die Call- und Put-Positionen. Sie sehen es, es hat sich nicht so viel verändert. Bei 9.500 liegen nach wie vor die mit Abstand meisten offenen Optionen an der Eurex. Also hier, das ist die Summenbetrachtung, hier in Blau dargestellt. Sie sehen es, knapp 60.000 Optionen liegen hier noch im Feuer. Das heißt, die 9.500er Marke dürfte sehr stark umkämpft sein. Also da sind die Stillhalter sicherlich mit beschäftigt, dass diese Marke halten wird. Denn wenn die nicht halten sollte, dann haben Sie das Problem, dass diese ganzen Put-Bestände hier auf einmal in den Gewinn laufen und es müssten Absicherungsgeschäfte vorgenommen werden. Das heißt, entweder dann die Puts verkaufen oder eben dann entsprechende Absicherungen vornehmen. Das würde dann nochmal den Druck auf den Markt verstärken und dann hätten wir die nächsten Zielbereiche bei 9.000, 9.100 Punkten. Sie sehen hier die großen Put-Bestände dann,
die hier liegen. Das wäre dann so die nächste Zielmarke. Also 9.500, die muss halten bis Freitag. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eigentlich auch gegeben, wenn wir uns gleich den Chart beim DAX angucken. Aber es wird wirklich dann gefährlich, wenn der DAX per Tagesschluss deutlich unter 9.500 schließt. Dann dürfte verstärkter Druck nochmal vom Terminmarkt auskommen. Zielbereich dann aufgrund der Spekulation, aufgrund der Positionierungen hier 9.000 bis 9.100 Punkte. Das sind im Augenblick die Signale, die man vom Open Interest ableiten kann. Und damit wechseln wir mal rüber zum DAX selbst, zum Tageschart. Und den haben wir hier. So, das ist die Ausgangsbasis. Ich habe hier die offenen Gaps noch eingezeichnet. Ist ja auch immer ganz wichtig zu wissen, wo sind noch Kurslücken im DAX. Sie sehen, es ist noch eine offene Kurslücke von Mitte Februar im Bereich von 8.950 bis ungefähr 9.100 Punkte. Die könnte durchaus eben auch noch mal angelaufen werden, wenn der DAX hier unter die 9.500 fällt. Die 9.500 stellt ja eine wichtige Unterstützungsmarke dar. Hier liegt ja das Märztief und auch das Apriltief. Hier haben wir ja so eine Stabilisierung mal gesehen, Anfang April. Das ist zumindest mal aus technischer Sicht eine ganz gute Unterstützung und wir sind allmählich auch schon wieder überverkauft. Ja, hier die Differenz des DAX zu seiner 21-Tage-Linie liegt im Augenblick bei 5,3%. Das ist der stärkste Abstand hier seit dieser Abschwungbewegung von Ende 2015. Damals hatten wir durchaus auch mal eine Differenz gesehen von 7,7%, wenn es wirklich mal rappeln sollte. Wenn man das jetzt mal ausmisst, 7,7% Differenz zur 21-Tage-Linie würden uns kurzfristig hier bis in den Bereich 9.270 führen. Und dann ist natürlich nicht mehr weit bis hier in den Bereich von 9.100 Punkten, also hier diese Unterstützungsregion. Und damit kann man eigentlich jetzt ganz gut arbeiten. Fällt der DAX unter 9.500 Punkte, wird es nicht sofort zu einem großen Rutsch geben, denn wir sind technisch gesehen schon überverkauft. Aber dann läge der nächste Zielbereich aus technischer Sicht so im Bereich 8.950 bis 9.100 Punkte. Da wird dann nochmal eine ganz gute Stabilisierungsgelegenheit gegeben. Es ist auch davon auszugehen, dass wir jetzt nicht mehr so viel Druck unter Umständen auf den Märkten sehen werden. Jetzt will man dann auch mal das Brexit-Referendum dann sehen und da mal Klarheit allmählich haben, dass sich der DAX, ich gehe mal davon aus, in den kommenden Tagen hier in dieser Range einpendeln sollte. Ja, also zwischen 9.100 bis 9.500 Punkte kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns hier erstmal einpendeln, dann die Brexit-Entscheidung abwarten. Sollte es dann zum Brexit kommen, die Frage brennt Ihnen natürlich unter den Nägeln, das ist mir vollkommen klar. Was passiert dann? Extrem schwierige Frage, ehrlich gesagt. Dann wird es am Morgen, jetzt muss ich mal eben gucken, 23. Das ist ein Freitagmorgen dann. Da kann man sich darauf einstellen, dass wir dann eine größere Abwärtslücke sehen. Es könnte dann zu so einer Art Sell-off kommen mit explodierendem Handelsvolumen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann hier so in den Bereich, schwierig, 8.300 Punkte laufen könnten. Das wäre dann so eine mögliche Zielregion. Das wäre dann auch gleichzusetzen hier mit dem 2014er Tiefpunkt. Das war ja auch so ein Sell-off-Tiefpunkt gewesen. 8.150 und damit eben die Hochpunkte aus dem Jahr 2000 und 2007 wären so das wirklich allerschlechteste Szenario, was ich mir im Augenblick vorstellen könnte. Also Kurse darunter wahrscheinlich eher nicht. Ich könnte mir vorstellen, der DAX stabilisiert sich dann eher hier am Jahrestief, also im Bereich nochmal von rund 8.400, 8.500, 8.600 Punkte. Das wäre dann so eine mögliche Zielregion. Auf der Oberseite sollte es nicht zu einem Brexit kommen und die Briten bleiben in der Europäischen Union, haben wir natürlich gerade in Europa ein deutliches Aufholpotenzial, denn die europäischen Aktienmärkte sind ja sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, gerade eben wegen diesem Brexit-Risiko. Und dann könnte der DAX auch mit einer Eröffnungslücke am Freitagmorgen starten und die uns dann relativ zügig hier bis in den Bereich von 9.800 bzw. 10.100 Punkte führen könnte. 10.120, das ist ein wichtiger Widerstand, hier ist ja die 200-Tage-Linie, horizontaler Widerstand, 21-Tage-Linie. Das wäre dann zunächst einmal im Rahmen einer Erholungsrallye so die nächste Zielmarke auf der Oberseite.
Genau, das wäre das Szenario, falls es also nicht zum Brexit kommt. Ich kann das auch nochmal so ganz grob einzeichnen. Also mein präferiertes Szenario ist, dass vielleicht der DAX langsam hier auspendeln wird in dem Bereich. Es gibt auch noch eine ganz interessante Statistik. Wir hatten ja gerade eben gesprochen über den Verfall am Freitag. Und wenn Sie sich mal die Statistik anschauen für die Woche nach dem Verfall, die stelle ich hier auch noch mal in die Chatbox rein. Die ist nämlich ganz aus statistischer Sicht sehr interessant. Gibt es hier beim Almanac Trader. Und zwar, die ist deutlich negativ. In den vergangenen 26 Jahren war die Woche nach dem Juni-Verfall in 23 Jahren negativ gewesen. Also das ist aus statistischer Sicht ein ganz signifikanter Wert. Wir sehen es hier nur 2013 und 1998 schloss der Dow Jones in der Woche nach dem Juni-Verfall im positiven Bereich. Danach, in allen anderen Jahren, gab es zum Teil doch relativ deutliche Verluste. Also diese Bilanz ist ganz klar negativ und auch die deutet darauf hin, dass wir in der nächsten Woche weiterhin Schwäche am Aktienmarkt sehen werden. Davon gehe ich dann auch aus. Wie gesagt, das ist hier der Zielbereich zunächst einmal bis zum Brexit-Referendum und danach werden sowieso die Karten neu gemischt. Dann ist vieles möglich. Ich zeichne das einfach nochmal szenariomäßig ein, aber da muss man eben dann wirklich gucken. Da gehen wir auch im nächsten Webinar nochmal drauf ein. Dann, wie gesagt, Jahrestief durchaus möglich hier im Bereich, falls es zum Brexit kommt. Wie gesagt, Worst Case 8150. Darüber, wie gesagt, 8400, 8500 kommt es nicht dazu, Rückkehrbewegung an die 10.120. Das ist das, was man im Augenblick mal grob betrachtet ableiten könnte. Für den DAX selbst jetzt. So, jetzt kommt natürlich die Frage auf, Herr Werner, genau, habe ich mir schon darauf gewartet. Wenn hier alles so schwierig ist und Gold will ich nicht investieren, ich will gerne am Aktienmarkt engagiert bleiben, gibt es nicht noch irgendwelche Aktien, die steigen? Wie gesagt, ich hatte Ihnen ja gerade schon einen Sektor genannt. Der Versorgersektor in den USA ist zum Beispiel noch stark. Was wir auch noch sehen, natürlich sind einzelne Aktien, die weiterhin ganz gut laufen. Also hier zum Beispiel der Krankenhausunternehmen in den USA. Ein Versicherungsunternehmen United Health Group, also so ungefähr die Fresenius im DAX. Wir sehen es seit 2009, schöner intakter Aufwärtstrend, hat sogar vor wenigen Tagen noch einen Rekordhoch erreicht. Das ist so eine Aktie, wo einfach das langfristige Trendverhalten nach wie vor intakt ist und positiv ist, wo das Geschäftsmodell auch noch ganz relativ gut ist. Die hatten wir auch letztens noch besprochen. Aus fundamentaler Sicht ist gut unterstützt auf der Unterseite, also zumindest mal anschauen den Wert. Wenn man jetzt unbedingt noch in den Aktienmarkt rein möchte, ja, dann ist sicherlich die Aktie der United Health Group aus dem Dow Jones ein ganz guter Wert. Grundsätzlich würde ich sagen, bleiben Sie jetzt vorsichtig am Aktienmarkt. Es sind noch keine Schnäppchenkurse im Augenblick. Es ist ein reiner Zockermarkt, was jetzt die Brexit-Entscheidung angeht. Und dann haben wir jetzt noch diese Notenbank-Entscheidungen mit dabei. Es ist sehr, sehr viel Unsicherheit drin. Also jetzt mit gehebelten Positionen in den Markt reingehen, halte ich für extrem risikoreich. Wenn dann wirklich nur noch Spielgeld verwenden, wo man sich sagt, wenn das weg ist, so what? Aber ansonsten mit defensiveren Strukturen kann man agieren, aufgrund der hohen Volatilität, die wir jetzt gesehen haben. Ich habe Ihnen hier mal die Volatilität aufgezeichnet. Einfach mal hier dargestellt, VDAX New, der ja deutlich angestiegen ist, hier die Volatilität. Und auch in den USA, der Fix-Index ist das ja auf dem S&P 500. Sie sehen es, die Volatilität beim DAX ist deutlich höher. Schon seit Monaten liege ich die deutlich über dem Niveau von der Volatilität auf den S&P 500. Das heißt also, aufgrund der hohen Volatilität sind natürlich Discount-Papiere ganz interessant oder eben auch Inline-Optionsscheine. Mit denen kann man agieren. Aber gehebelt jetzt nur auf Long oder Short, das ist dann schon sehr risikoreich. Ein weiteres Unternehmen, das kennen Sie ja inzwischen auch schon, Altria in den USA, für mich weiterhin einer der Dauerfavoriten mit einer hohen Dividendenrendite, damit eben schon allein aus diesem Grund sehr attraktiv. Das Geschäftsmodell, klar, Zigaretten werden leider, sage ich mal, immer weiter auch gekauft, egal was da auf der Packung abgebildet ist. Der Trend absolut intakt und aufwärts gerichtet, also eine super Aktie weiterhin.
Altria kann man, denke ich mal, immer auch kaufen, sobald es jetzt zum Rücklauf an die 200-Tage-Linie kommt, die jetzt eine gute Unterstützung bildet, bei 59 bis 60 Dollar. Das ist eine super Aktie, die einfach weiter steigt. Ich glaube, gerade der Hinweis, seitdem ich die Umfrage hier gemacht habe, mit 70% auf steigende Kurse setzen, fallen die Märkte. Also, ich möchte da mal keinen Zusammenhang herstellen. Ich habe eine Frage rein, ob ich was zu Euro-Dollar sagen könnte. Klar, kein Problem. Euro-Dollar, hier der Chartverlauf, befindet sich weiterhin in einer Bodenbildungsphase. Langfristige Bodenbildungsphase, ja, seit Anfang 2015. Die Grenzen verlaufen hier ganz grob betrachtet im Bereich 1,04, 1,05 auf der Unterseite. Nach oben hin begrenzt 1,15, das ist dieser wichtige Widerstand, bis 1,17. Alles, was dazwischen passiert, ist von untergeordneter Bedeutung. Wir haben eine ganz schwache Tendenz bei Euro-US-Dollar von einer Serie steigender Hoch- und Tiefpunkte, wie man hier sehr schön sieht. Also seit Dezember besteht diese Serie von steigenden Hoch- und Tiefpunkten. Euro-Dollar handelt über der 200-Tage-Linie, kam jetzt zuletzt wieder ein bisschen unter Druck. Mit dem Arbeitsmarktbericht hier kam der Sprung nach oben. Sollte es hier zum Brexit kommen, könnte ich mir vorstellen, dass eine Risk-Off-Stimmung eben auch bei diesem Währungspaar spürbar ist. Das heißt also, der Dollar dürfte dann als sicherer Hafen fungieren und das könnte dazu führen, dass eben vor allen Dingen eben auch mögliche wirtschaftliche Auswirkungen und Schwäche in Europa, der Euro unter Druck geraten könnte und dann dieser Aufwärtstrend, die auch kippt. Vorerst sehe ich aber Euro-Dollar weiterhin hier in dieser breiten Spanne von 1,04 bis 1,17, da dürfte vorerst nichts passieren. Interessant wird das Währungspaar wirklich erst, wenn Euro-Dollar über 1,17 steigt. Alles darunter ist eigentlich langweilig. Euro-britisches Pfund, kommt eine Frage gerade rein. Den muss ich mir mal eben raussuchen. Natürlich vor dem Hintergrund der Brexit-Entscheidung ganz interessant. Britisches Pfund ist ja so ein bisschen, ja, letztlich das Seismograph, der Währungsmarkt hier auch entscheidend. Der Währungsmarkt ist auch der größte Markt der Welt, das wissen Sie. Und damit gibt er grundsätzlich die Richtung vor. Also, euro-britisches Pfund befindet sich langfristig betrachtet in einer Abwärtsbewegung. Ja, hier seit 2009 inzwischen liegt ein Abwärtskanal vor. Hat natürlich jetzt mit der zuletzt aufgrund der Umfrageergebnis gestiegenen Wahrscheinlichkeit für einen Brexit, hat es natürlich eine Euro-Aufwertung gegeben, befindet sich jetzt hier am Widerstand bei rund 0,79 bis knapp 0,795. Hier kommen jetzt einige Barrieren dann ins Spiel, die erstmal rausgenommen werden müssen. Also alles, was hier passiert unter 0,81, 0,82, bis dahin geht noch der übergeordnete Abwärtstrend. Das heißt also, euro-britisches Pfund könnte also durchaus nochmal in Erholung zeigen von 2,5 bis knapp 3%. Sollte es zum Brexit kommen, ist klar, kommt es hier zum entsprechenden Sprung aus diesem Abwärtstrend. Zielbereich dann 0,84. Bleibt der Brexit aus, wird diese ganze Spekulation, die hier jetzt zuletzt aufgebaut wurde, in sich zusammenbrechen. Und dann sehe ich das britische Pfund wieder langsam im Aufwärts. In der Aufwertungsbewegung, Ziel wäre dann kurzfristiger Natur hier der Bereich um 0,7550, beziehungsweise dann mittelfristiger Natur dürften dann relativ schnell auch die 2015er Tiefs wieder angelaufen werden, sollte es nicht zum Brexit kommen. Ob es ein Open Interest auf den S&P 500 gibt? Ja, gibt es sicherlich. Habe ich aber ehrlich gesagt im Augenblick keine Daten zu. Kann ich Ihnen im Augenblick nichts zu liefern. Zu Gold kommt gerade eine Frage rein. Kommt beim Gold jetzt im Juli das saisonale Tief? Gucke ich auch mal gerade eben nach. Das ist eine ganz interessante Frage natürlich. Also rein aus der charttechnischen Sichtweise kämpfen wir natürlich jetzt hier um das Jahreshoch. Das ist ganz entscheidend natürlich. Wenn wir uns die saisonale Komponente ankommen, die hat hier gerade der Fragesteller reingebracht. Im Juni, Juli haben wir hier aus saisonaler Sicht oftmals so einen kleinen Tiefpunkt, Mitte Juni, dann nochmal Anfang Juli und Gold aus saisonaler Sicht immer sehr attraktiv, gerade in der zweiten Jahreshälfte.
Aber da muss man, denke ich, auch immer wirklich kritisch hinterfragen, wird das im Augenblick an den Märkten eben auch gespielt? Ja, schauen Sie sich einfach mal hier die saisonale Entwicklung an. In den vergangenen Monaten, da hatten wir der Jahresauftakt extrem stark, war der gewesen bis zum März. Und wenn ich mir hier diese saisonale Entwicklung angucke, ja, dann haben wir hier einen leichten saisonal positiven Rückenwind Ende Januar. Aber das spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir eigentlich in diesem Jahr gesehen haben. Von daher achten Sie hier nicht so stark auf die Saisonalität beim Goldpreis. Grundsätzlich aber der Goldpreis entscheidend, dass wir hier die Unterstützung gehalten haben, hatte ich ja auch von ausgegangen, habe ich auch Ihnen gesagt, dass die wohl halten wird. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, das Jahreshoch drin. Ist jetzt ganz entscheidend, wie geht es mit dem Brexit weiter und was macht Frau Yellen? Wenn sie immer noch so ein bisschen morgen andeutet, dass es eine Zinserhöhung geben könnte, könnte ich mir vorstellen, dass Gold hier erstmal limitiert ist wieder auf der Oberseite. Und Sie sehen auch jetzt die Differenz von 3% zur 21-Tage-Linie ist wieder so eine leichte Überhitzung, die wir beim Goldpreis sehen. Das hatten wir hier auch, wie gesagt, Ende April gehabt. Das haben wir auch im Oktober gehabt, beziehungsweise im August. Also Gold ist für mich auf der Oberseite kurzfristig erst einmal wieder ausgereizt. Bleibt aber grundsätzlich jetzt noch leicht positiv unterstützt. Aber es ist jetzt kein Zeitpunkt, wo man jetzt noch neue Positionen öffnen muss. Aurelius, kommt gerade eine Frage rein. Da muss ich mal eben gucken, ob ich die wirklich drin habe bei mir. Ich fürchte, einen Aurelius habe ich nämlich nicht dabei. Nee, einen Aurelius habe ich im Augenblick in den Charts nicht drin. Ich gebe die mal eben ein. Sehen hier den Kursverlauf von ProSieben Sat.1. Hatte ich vorbereitet, ein defensiverer Wert eher, ein Werbegeschäft hier unterwegs. Digitalstruktur ganz gut, ist hier übrigens einer guten Unterstützung im Augenblick angekommen, bei 39,50 bis 41 Euro die ProSieben-Aktie. Auch jetzt keine Kaufempfehlung angesichts des gesamten Umstände an den Märkten, aber zumindest mal von rein technischer Sicht doch ein ganz gutes Schnäppchenniveau. Jetzt habe ich ja allerdings gerade mit der WKN, die Sie mir genannt hatten, ein kleines Problem, denn der findet die nicht. Moment, ich suche mir die gerade selbst raus. So, also irgendwas schief gelaufen. K2A. Jetzt haben wir. So, ersetzen. Also, gucken wir uns mal Aurelius an. Also schöner langfristiger Aufwärtstrend. Das kennen Sie ja, ist ja ein Unternehmen, ein Beteiligungsunternehmen aus München. Geht es im Augenblick noch ganz gut vom Trendverhalten her. Ist die Aktie noch ganz positiv. Ist im Augenblick natürlich auch nicht überhitzt. Hat sich jetzt ein bisschen weit entfernt vielleicht hier von der 200-Tage-Linie. Ich gebe die mal eben unten als prozentualer Abstand auch ein, dass wir da auch mal einen Blick drauf haben. Also sind wir im Augenblick bei 16,7% Differenz zur 200-Tage-Linie. Das war so ein leicht erhöhtes Niveau. Würde ich also von dem Hintergrund jetzt nicht unbedingt noch neue Positionen eingehen. Ist hier relativ gut unterstützt eigentlich in den, an den Jahres, an den Frühjahrestief, so möchte ich es mal nennen. So, bei 50 bis ein bisschen, also ganz so weit gehen wir nicht mit der Unterstützung. Also hier bis 51 Euro ungefähr, da haben wir eine ganz gute Unterstützung. Sollte die Aktie da drunter fallen und damit eben ihren langfristig leicht überhitztes Niveau abbauen, haben wir hier eine Unterstützung im Bereich 39, 40 Euro. Ist natürlich auch so ein Nebenwert, da ist die Charttechnik nicht mehr ganz so zuverlässig. Aber wenn es hier zu einem Rücklauf kommen sollte, bis in dem Bereich, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man hier ein relativ attraktives Einstiegsniveau hat. Wenn man bereits im Wert investiert ist, würde ich den Stoppkurs entsprechend hier drunter platzieren, also im Bereich 49, 49, 50. In dem Bereich könnte man eine Absicherung einziehen. Oder vielleicht Teilverkäufe vornehmen von einem Drittel der Position auf dem aktuellen Niveau. Altria habe ich gerade eben schon gesagt und analysiert. Dann bleibe ich weiterhin optimistisch für Altria.
Heidelberg Zement, noch eine Frage. Können wir noch kurz darauf eingehen? So, Heidelberg Zement ist ja mit dem Ausbruch hier oben sang- und klanglos mit gescheitert. Natürlich ist aufgrund der ganzen Abhängigkeit auch vom britischen Markt, kommt jetzt hier schwer unter Druck. Da hat sich das Szenario einer nachhaltigen Ausbruchsbewegung nach oben hin nicht durchgesetzt. Also die Charttechnik hat hier keine guten Dienste geleistet, muss man leider so sagen. Wir sind hier wieder an die 200-Tage-Linie zurückgelaufen, die war jetzt in der Vergangenheit. Sie sehen es hier, Mitte Dezember ein ganz guter Taktgeber gewesen, da haben sich die Kurse stabilisiert. Also hier besteht zumindest mal die Möglichkeit, dass wir eine Stabilisierung sehen. Die Aktie handelt im Augenblick 6% unter ihrer 21-Tage-Linie. Das war in der Vergangenheit gleichzusetzen gewesen mit einer überverkauften Situation. Dazu haben wir hier jetzt noch die 200-Tage-Linie, also eine Stabilisierung ist durchaus möglich auf dem aktuellen Niveau. Wir haben hier Unterstützungen, hier verläuft eine bei 68,30. Hier steigt auch das Umsatzvolumen ein bisschen an im Bereich um 70 Euro. Also Heidelberg Zement kann sich hier stabilisieren auf dem Niveau. Die Chance ist da, sollte die 70 nicht halten, die zweite auf 68,30 als nächste Unterstützung runter. Das wäre dann so der nächste Zielbereich 68,50. Erst darunter kommen dann die 2016er Tiefs in Reichweite. Insgesamt der Wert aber immer noch mit einer hohen relativen Stärke, also das ist ganz klar. Sie ist stärker unterwegs als jetzt zum Beispiel der DAX, sehen wir es ja, handelt doch deutlicher jetzt noch über den Jahrestief und handelt ja auch noch knapp über der 200-Tage-Linie. Das sind natürlich gerade die Aktien, sollte es zu einer größeren Erholung kommen, also der Brexit abgewendet wird, dann dürfte, denke ich mal, die Heidelberg Zement zu den Gewinnern zählen. Was ich auch noch ganz interessant im Augenblick finde, die ich rausgesucht hatte für Sie, ist eine Fresenius Medical Care. Ich weiß, viele von Ihnen fallen jetzt gerade in kollektiven Tiefschlaf, aber schauen Sie sich einfach mal hier den Chart an. Langfristig gesehen, Fresenius Medical Care hier einer ganz guten Unterstützung angekommen, 71,30 Euro bis 72,20 Euro. Das hat seit Anfang 2015 mit Ausnahme hier im Spätsommer vergangenen Jahres immer gehalten. Das Niveau, also auch hier aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten sicherlich ganz interessant. Da kann man immer so ein schönes Ping-Pong-Spiel mit der Aktie machen. Bei 71, 72 kaufen und verkaufen hier im Bereich 78, 79 Euro. Und da sind wir jetzt wieder angekommen, also auch mal ein ganz interessanter Wert zumindest. Genau, das ist das. Ähnlich unten angekommen oder vielleicht unten angekommen die Allianz, wichtig hier auch für den DAX aufgrund der Indexgewichtung. Sie sehen es auch hier, deutlich überverkauft im Augenblick mit 8,7%, weit runtergekommen, ist ja auch hier wieder im Bereich des 2016er Tiefs. Hier sehen Sie auch jetzt zum Beispiel deutlich den Unterschied, Heidelberg Zement versus eine Allianz. Die Allianz steht am Jahrestief, Heidelberg Zement noch deutlich darüber. Also wenn ich jetzt hypothetisch die Frage hätte, lieber Allianz oder Heidelberg Zement, wenn der Markt sich erholt, ganz klar natürlich dann in Heidelberg Zement, die hat eine relative Stärke. Aber auch hier die Allianz, zumindest mal halbwegs interessant, könnte langsam etwas spannender werden, wenn wir hier den Bereich des Jahrestiefs angelaufen haben. Dann ergeben sich hier durchaus mal Chancen. Genau, das waren die Werte gewesen. Ansonsten eine Aktie, die zumindest von der Bewertung her natürlich zu teuer ist, aber durchaus spannend. Adidas, Stichwort ist hier die 21-Tage-Linie, Sie sehen es, die Aktie wurde eigentlich in den vergangenen Monaten konsequent an der 21-Tage-Linie gekauft, ging zumindest mal nicht großartig unter die 21-Tage-Linie, jetzt sind wir hier wieder angekommen an die 21-Tage-Linie, das heißt nicht, dass man jetzt eine Adidas kaufen muss, ich weiß von der Bewertung her extrem teuer, aber aus der Charttechnik her durchaus mal interessant, ja, weil hier einfach der langfristige Trend intakt ist, der ist aufwärtsgerichtet und der kurzfristige ebenfalls. Falls wir hier also nochmal so einen Rücksetzer sehen unter die 21er, also hier im Bereich von 105 Euro, finde ich die Adidas wieder sehr, sehr interessant. Aber muss man im Augenblick, wie gesagt, alles nicht haben. Ja, was neue Long-Positionen angeht, lieber etwas vorsichtig bleiben derzeit. Die Märkte sind sehr, sehr nervös. Es kommt relativ zügig auch dann zu Kurslücken, kann es jetzt kommen.
Also da muss man mit Hebelpositionen sehr, sehr vorsichtig bleiben und sein. So, das sind noch die Orientierungsmarken. Habe ich alle aktualisiert für Sie wieder. Bund Future ist der einzige, der noch einen ganz klaren Aufwärtstrend aufweist. Seitwärts natürlich hier beim S&P 500. ATX inzwischen auch fast schon Gefahr auf Abwärts hin. Das kann man auch noch mit dazu schreiben. Gold ist noch leicht seitwärts bis aufwärts gerichtet, die Tendenz. Das ist aber, wie gesagt, das Entscheidende, sind wir hier die Unterstützung und die Widerstandsmarken im Augenblick. Einfach darauf achten. Die 9500 im DAX, sehr entscheidend, kurzfristiger Natur. Der Tech DAX steht kurz vor einem Verkaufssignal. Der ATX, wie gesagt, schwer angeschlagen. Der S&P 500 sehe ich langsam auch unter Druck kommen und damit auch den breiten amerikanischen Aktienmarkt. Der Euro-Dollar bleibt in der Seitwärtsbewegung ganz klar gefangen. Gold leicht positiv, Bund Future und die Anleihenmärkte positiv. Das ist so ungefähr das Fazit zum heutigen Chart-Webinar. Falls Sie noch einen Wert besprochen haben möchten für das nächste Webinar, dann schicken Sie mir einfach eine Mail. Ansonsten viel Erfolg weiterhin, behalten Sie Ihre Stoppkurse im Auge. Nicht Stoppkurs bei erreichten Streichen spielen, das ist ein schlechter Ratgeber. Stoppkurse sind wichtig, auch wenn man jetzt knapp ausgestoppt wird, beachten Sie einfach da drauf, dass da entsprechend auch das Money Management betreiben. Ganz entscheidend. Ansonsten schauen Sie sich das Spektakel, das politische Spektakel an den Märkten von der Seitenlinie aus an. Halten Sie Ihr Pulver trocken. Es gibt in diesem Jahr durchaus noch attraktivere Einstiegsgelegenheiten als derzeit. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und tschüss.